weißt du, dass ich als Kind, weil ich damals so mit 4, 5, ich fand es so unheimlich lässig, wenn Leute Englisch sprechen konnten. Darum bist du ja auch nach LA ganz oft gegangen. Wenn ich in der Öffentlichkeit, also wenn man so, keine Ahnung, auf einem, keine Ahnung, in einer, wo war das nochmal? Also wir sind ja immer nach Schweden mit so Fähren gefahren, da sind halt wahnsinnig viele Leute auf diesen Fähren. Und dann bin ich da durch die Fähre gelaufen und habe so getan, als würde ich Englisch sprechen. Damit Leute denken, dass ich ein cooler Typ bin. Das ist so, wie du im Auto schimpfst, wenn du einen anderen Autofahrer anschreien willst. Ja, so ungefähr. Das hat sich total bis heute unverständlich gehalten. Ach, schön. Nummer 6. Podcast Nummer 6 und es ist heute die Schaumgeboren, die kommerzielle Folge. Ja. Das ist zu laut. Es ist die kommerzielle Folge. Wir haben gesagt, wir müssen nicht immer Indie und IPA und Craft Beer hier und da. Wir können auch ganz anders. Wir machen heute mal. Wir können auch bei den Big Boys mitspielen. Richtig Mainstream-Shit machen wir heute. Ja. Ja. So richtig. Und, krass. Schreibst du was? Ich schreibe gerade eine Sache, ja. Krass, ich höre dich schreiben. Wir holen. hast du gehört, was ich geschrieben habe? Ja. Aber ich sag's nicht, weil es so versaut war. Okay, sag mal. So was sag ich nicht. Jedenfalls, das nehme ich nicht in den Mund. Du hast wieder einen Penis gemalt, wie immer. Das erinnert mich an diese Szene von Big Lebowski, wo der eine Typ am Telefon dieses Telefonat annimmt und dann etwas notiert auf so einem kleinen Block und diesen obersten Zettel dann abreißt. Und der Typ, der es beobachtet hat, geht hin und, weißt du, mit so einem Bleistift reibt er so ganz leicht drüber, dass man sehen kann, was er geschrieben hat, weißt du? Und dann ist er so, ein Typ nackt mit dem Ständer. Genau. So ungefähr ist es hier, was ich mache. Ja, das sind deine Notizen aber für den Podcast. Ich wollte mich nur ganz kurz entschuldigen, weil ich war wieder mal zu spät. Wir hatten eigentlich gesagt, wir reden um 8 und ich bin erst um 17 Minuten nach 8 haben wir uns am Telefon das erste Mal gehört. Und ich wollte eigentlich fragen, ob das bei mir so ein Muster ist, was du wiedererkennst. Und wenn ja, dann wollte ich dir sagen, es tut mir leid. Ja. Es ist aber nicht schlimm, weil ich auch jemand bin, der sehr häufig sowas schreibt wie: Sorry, ich bin 5 Minuten zu viel. Schaumgeboren. Ein Podcast. 4 Ohren, 2 Münder, 0 Zuhörer. Ich weiß nicht, was du findest, ob du schon Durst hast. Aber ich habe sehr großen Durst, sagen, ich möchte schon mal ein sehr Bierchen gerne aufmachen. Sollen wir das Geheimnis lüften, was wir heute für Big Players... wir sind schon in der Oberliga, also in der... Also in der Champions League, in der Bonzenliga, würde ich sagen. Ja, so ein bisschen. Ja. Aber und keine auch Angst. So ein bisschen was. Wir werden wieder zurückkehren zu den kleinen, feinen Bieren, nicht wahr? Ja. Aber ich meine, Bier ist Bier und da muss man auch mal, die gewöhnlicheren Dinge. Bier ist Bier und Sauf ist Sauf, nicht? Man braucht Vergleich. Genau. So. Also, als allererstes können wir mal über... fangen wir mit einem schönen Heineken an. Ja, wir trinken ein Heineken. Ja. Achte... Oh, das war... Wir trinken ein schönes... Warte, ich mache auf. Ja, Schweine. Das war jetzt auch fast wie so ein Werbegeräusch. Ach, ja, es ist leider... Leider geiles Geräusch, ne? Es ist ein gutes Zischen. Ja, es ist ein gutes Geräusch. Die hatten jetzt auch Jahre und viele Millionen Zeit, um dieses Geräusch natürlich zu perfektionieren, ne? Das muss man auch sagen. Ja, das ist wie VW und BMW bei den Türschließungsgeräuschen, habe ich mir sagen lassen. Die haben so eine ganz eigene Abteilung, da sitzen die mit Ohren, mit so Ohrenschützern und hören die ganze Zeit nur
zu wie Biere aufgemacht werden. Dann, so macht Heineken das auch. Ja, also braucht man jetzt wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Kennt jeder, grüne Flasche, Roter Stern, Heineken, tipptopp. Kann man machen, wenn man sonst keine kreativen Ideen hat. Ich probiere. Ist auf jeden Fall immer eine sichere, eine sichere Sache, würde ich sagen. Ja. Aber es ist halt ein Lager. Ja, ist halt ein Heineken, ne? Schnelle Folge heute. Premium Quality. Warte mal kurz. Schmeckt nach Heineken. Mal kurz, ich nehme jetzt mal einen großen Schluck. Ja, aber es ist gut. Es ist schon gut. Jo. Gut. Oder? Was findest du? Nee, es ist halt ein Heineken. Kennt man, ich bin bei Heineken immer erinnert an verschiedene Festivals, auf denen ich war, als ich klein war, die dann öfter mal auch in Holland stattfanden. Das Dynamo Festival zum Beispiel. Wir haben ja neulich schon über Kiffen geredet. Das war zum Beispiel ein Ort, an dem ich das mal probiert habe. Aber wie gesagt, das hat bei mir irgendwie leider nicht... Ja, ich meine, es ist ja auch ein holländisches Bier, von daher. Genau, da gab es dann auch... Da gab es dann auch Heineken zu trinken und darum habe ich natürlich erstmal gute Erinnerungen daran. Und warte, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, und an Holland habe ich sowieso mal gute Erinnerungen. Denn in Holland ist das Land des Kaasvlees. Und ich esse sehr gerne Käse. In Holland... Kannst du auch poffertjes essen? Oh, poffertjes sind auch super lekker. Super lecker sind die poffertjes. Aber ich esse noch lieber Kaassoufflé. Und es ist ganz ekelig, weil da ist diese geschmolzene Käse drin und ich tunke es in Ketchup. Du klingst wie... Das ist unglaublich. Du klingst wie Sylvie Mais. Ach, wirklich? Leider sehe ich nicht so aus wie genau Sylvie Mais. Das wäre gut. Dann würde ich mich jetzt ganz viel anfassen, wenn ich aussehen würde wie Sylvie Mais. Ach, Sylvie. Ja. Das fand ich immer das Beste. Als der Raphael van der Vaart damals von Hamburg nach Real Madrid gewechselt ist, da haben die Fans so ein großes Banner im Stadion ausgerollt und da stand drauf, Raphael, du darfst gehen, aber deine Frau bleibt. Du kannst gehen, aber die Sylvie bleibt. Die muss bleiben, die Sylvie. Ja. Sie sieht so super aus. Ja. Ich bin es. Heute als Gast bei Schaumgeboren bin ich, Sylvie. Und ich wollte euch sagen, dass ich meine eigene Bikini-Kollektion rausbringe in Kooperation mit Heineken Bier. Darum gibt es heute in der Podcast-Folge. Das wäre mal ein gutes Spokesperson eigentlich. Was wäre das? Das wäre eigentlich mal ein gutes Testimonial, Sylvie Mais, für Heineken. Verstehe nicht, warum die das noch nicht gemacht haben. Nee, Moment. Also wenn hier einer ein Testimonial vor allem. Super Wort. Ein Testimonial für Bier wird, dann ja wohl ich. In einem Bikini mit dem Unterkörper des dicken LKW-Fahrers dran retuschiert. In einem Bikini mit vielen Haaren, in einem Jacuzzi mit einem Heineken, aber mit meinem kleinen blonden Kopf drauf. Boah, bitte, wenn es irgendjemand hört, der irgendwas zu sagen hat, do it. Aber ich habe ein bisschen recherchiert über Heineken tatsächlich und es ist die zweitgrößte Brauerei der Welt und weißt du, wie viele Liter Bier oder ja, von ihren ganzen Getränken, die sie produzieren, weißt du, wie viel da jedes Jahr in Umlauf gebracht wird? Mindestens 100. 16,46 Milliarden Liter. Ach du Scheiße. Dann ist es gut, das ist gut und wichtig, dass wir die heute in unserem Podcast unterstützen. Ja. Unterstützen. Ja. Aber je mehr wir sie unterstützen, desto mehr Geld kriege ich für meine Bikini-Kampagne hinterher. Das ist gut. Ach, Sylvie. Ja. Ich mag das viel lieber mit dir als mit der Birte. Aber du, das haben wir unseren ZuhörerInnen. Innen. Ja, auch bis jetzt vorenthalten. Du hast ja ein paar wirklich echt gute Akzente auf Lager. Mir gefällt es immer am besten, Guckst du parallel Fernsehen oder wenn du einen thailändischen Lieferservice imitierst. Oder jeglichen thailändischen Service. Das kann ich jetzt nicht machen, das ist gemein.
Okay, dann machen wir ein andermal. Das ich kommt mach das, auf jeden wenn Fall ich noch. Sehr viel getrunken habe, aber dann mache ich deine Thai-Masseurin nach, die mich mal massiert oder am hat. Set. Ja, das war schön und... Wie hieß Frau Chum hieß die? Ja. Frau Chum hieß die. Schön und schmerzhaft. Frau Chum, schöne Grüße schön an dieser Grüß. Stelle. Mhm. Okay, Schaumgeboren. Schaumgeboren, ein Podcast. Zaungeboren. Zorngeboren. Ein Podcast. Ein Podcast. Ja, es ist auf jeden Fall. Die Cashewnüsse zum Bier schmecken so gut. Ich weiß nicht, was es ist. Aber diese Kombination ist. Ich glaube, ich muss noch mal diese Chili-Cashewnüsse kaufen, die ich neulich hatte, mit dem Chili-Pulver drauf. Das war richtig geil. Aber ich habe jetzt schon wieder nichts. Ich habe schon wieder nichts zu snacken. Fuck. Du hast nichts zu knabbern? Nee, ich habe nichts zu knabbern. Ja, aber ich muss auch meine gute Figur halten, ne? Wegen der Bikini-Werbung. Wenn ich schon Bier trinke, kann ich nicht noch Nüsschen knabbern. Ach, Silvi. Ja. Von nichts, nichts kommt nichts, sage ich immer. Ja. Absolut richtig. Von nichts ist noch nichts gekommen. Apropos Werbung. Ja, bitte. Ach so. Hase? Du hast mich noch gar nicht nach meiner Woche in drei Worten gefragt, aber das können wir nachher vielleicht machen. Ja, aber, das machen wir nachher. Apropos Werbung, ich lese ja, wie du weißt, religiös immer The Economist. seit meiner Universitätszeit. Ja. Weil es eine weitere deiner Traummann-Eigenschaften. Das, was ich mir immer an einem Mann gewünscht habe. Dass er The Economist liest. Ach, das ist so toll. Also The Economist ist einfach eine global politische Bibel, was internationale Beziehungen angeht. Und ich finde, es ist sehr hochklassiger Journalismus. Keine Werbung, Hashtag. Aber es gibt eben eine Sache, die mich dann schon mal sehr wundert, ist, also diese letzte Seite im Economist ist seit ewigen Zeiten regelmäßig besetzt von einer Werbung. Und ich habe dir das Bild geschickt. Es ist jetzt, also auf diesem Bild, das ist ein schwarz-weißes Bild und es ist also eine Uhrenmarke. Und es ist so, diese Werbung, ich finde sie irgendwo genial, aber ich finde sie auch irgendwo bizarr, weil es ist also ein sehr gut aussehender, junger, blonder Vater mit einem sehr wohlgepflegten fünf Tage Bart, ein gut aussehender Typ mit einem auch sehr kleinen, sehr gut aussehenden kleinen jungen Model, so ich würde sagen, was ist der, 10 Jahre alt, und die stehen da irgendwie in so einem Office und sieht so aus, als ob die irgendwie einen Auktionskatalog durchblättern. Natürlich, irgendwo müssen sie die Kohle ja lassen, ja. Ne? Ja, ja, und also sehen auf jeden Fall sehr wohlhabend aus. Es geht ihnen sehr gut, diesem Vater-Sohn-Paar. Und der Mann hat also dann. Man muss dazu sagen, der Sohn hat eine weiße Bomberjacke an. Eine weiße. Mhm. Und zu seinen blonden. Und darunter ein weißes T-Shirt mit Brusttasche. Ja. Das ist unfassbar. Und der Mann hat auch einen ziemlich prominenten Ehering an der linken Hand. Mhm. Also das ganze Bild sagt einfach so. Hier ist eine Familie, die ist. Wertkonservative, weiße, erfolgreiche Männer. Genau. Und es geht also um diese Uhrenmarke Patek Philippe. Und der Slogan ist: You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation. Also, man besitzt nie eine Patek Philippe, sondern man kümmert sich nur um sie. Bis die nächste Generation diese Aufgabe übernimmt. Ich danke, dass du das für uns alle übersetzt hast. Wir, die alle nicht in Amerika gelebt haben. Naja, ich sage, das ist vielleicht nicht schlecht, dass man das übersetzt. Das und da oben rechts steht eben Patek Philippe, Genève, begin your own tradition. Starte deine eigene Tradition. Und diese Uhren kosten also
Wo fangen die an, Birte? Was haben wir über Patek Philippe? Das hat mit meinem Leben ungefähr so viel zu tun wie Atom- ja, aber du weißt ja ungefähr die Physik. Weißt du ungefähr? Darüber haben wir aber auch schon gesprochen. Das stimmt. Ich spreche über alles. Ich bin schmerzbefreit. Nein, die liegen halt bei astronomischen Preisen. Die liegen halt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Patek schon unter 20.000 gibt, aber die kosten so um den Dreh. Also das fängt bei 20.000 an und geht natürlich dann, ich würde fast sagen, open-ended. Ich habe hier eine für 7.380 gefunden. Die ist aber hässlich. Ansonsten habe ich die nächste, die kann man bestellen. Die kostet 233.000. 699.990 ja. bei eBay. Die ist aber ganz schön. Ja, ich glaube, die bestelle ich mal, während wir den Podcast machen. Und deswegen frage ich mich einfach, ich meine, der Economist hat, ich glaube, 800.000 Abonnenten weltweit oder vielleicht 1,2 Millionen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist eine alte Ziffer. Ich glaube, es sind 800.000. Und ich denke mir so, ach, diese Leute, also wer kann sich diese Uhr, warum macht Patek Philippe in so ein Magazin diese Werbung rein? Okay, für dich? Wenn irgendwo. Für dich? Genau, für dich. Ja, aber wenn irgendwo, würde ich verstehen, dass man das im Economist macht, weil das sind oft so Business-Leute und Finanzleute und denen es gut geht finanziell und die sich vielleicht sowas leisten können. Aber dann habe ich neulich gelesen, ja, eine neue Studie über Werbung in Amerika. Und es hat sich ein globaler Trend hat sich tatsächlich komplett gewendet. Und zwar war es früher so, dass die Leute, denen es am besten ging in einer Gesellschaft, dass die haben immer weniger und weniger gearbeitet. Also die Arbeitsstunden pro Woche wurden weniger. Mhm. Und jetzt, seit irgendwie 2017, ist es so, dass die Leute, die am meisten verdienen, am wenigsten arbeiten. Am meisten arbeiten. Ach so. Nein, am meisten arbeiten. Also das heißt, die Leute, denen es gut geht in Amerika, haben nicht angefangen, ihre Freizeit zu genießen, sondern arbeiten noch mehr. Und was eben dieser Artikel sagte, war... Das kannst du gar nicht verstehen. Das kann ich nicht. Also das kann ich, also eigentlich arbeitet man doch, um irgendwie die Sachen, dann das Leben dann zu genießen. Oder wenn man so viel verdient hat, würde man vielleicht irgendwann sagen, so komm, jetzt werde ich Privatier mit meiner Patek Philippe. Ausruhen. Wie heißt das? Patek? Ja. Patek Philippe. Patek Philippe Und lege ich mich hin. Ja, würde man denken. Aber dann haben sie herausgefunden, dass also diese Werbungen von diesen, sieht man ja auch, siehst du auch im Fernsehen, diese krassen Autowerbungen von, wo ein Auto auch irgendwie 120.000 Euro kostet oder diese Werbung, die so Produkte zeigen, die sich eigentlich niemand leisten kann. Der Sinn von diesen Produkten ist gar nicht, dass man sie kauft. Sondern, dass man mehr arbeitet. Ja, der Sinn von diesen Produkten ist einfach nur, dass dieses Gefühl zu erzeugen in Leuten, boah, das ist also Status. Das ist das Produkt, wonach wir alle streben. Ja? Das sind so diese ganz teuren Sachen, also diese Handtaschen oder you name it. Also das heißt quasi, diese Werbung, wie wir sie jetzt gerade sehen, hat einen ökonomischen Sinn und dieser ökonomische Sinn ist, uns etwa eine Karotte vors Gesicht zu halten, die sagt, das kannst du erreichen. Aber das wirst du wahrscheinlich nie erreichen. Aber dann müsste ja diese Uhrenfirma jemandem gehören, der noch was anderes macht, wo er Leute beschäftigt. Naja, es gibt natürlich die paar Leute, dem die das schon kaufen. Dem geheimen König ja. der Welt, die paar Leute gibt's, der alles aber genau, steuert aber, und darum diese Firma. Aber genau deswegen macht Patek Philippe diese Werbung, weil ich und du sollen denken, das ist also das Nonplusultra. Damit die Leute, die sich's leisten könnten, sagen, ja, ich kaufe mir eine Patek Philippe, weil August und Birte, die beiden finden, dass es Nonplusultra ist. Deswegen kaufe ich mir eine Patek Philippe. Und also das gut, ist das, ich das möchte ist ganz dringend jetzt hier allen sagen, dass ich das nicht cool finde. Kauft euch das nicht. Wenn ihr so viel Geld habt, meldet euch bei mir.
Ich habe da ein paar richtig gute Ideen, was wir gemeinsam damit machen können. Auch um die Welt besser zu machen, aber auch ein paar andere lustige Sachen, von denen ihr noch gar nicht ahnt, dass sie existieren. Meldet euch einfach. Schreibt eine PM bei uns auf Instagram. Das finden August und Birte richtig cool. Da machen wir mal schön eine Woche einen drauf und dann zeigen wir euch mal, was wir richtig Tolles mit eurem Geld machen können. Da müsst ihr nicht so eine doofe Uhr für euren kleinen blonden Sohn kaufen. Ansonsten muss ich wirklich sagen, dass ausgerechnet die Werbung, die du mir natürlich geschickt hast, hat ja nur wirklich nichts. Die ist ja, hat ja, da geht ja bei mir nichts an, ne? Weil das ist halt ein Vater, der seinem Sohn was vererbt. Das löst in mir absolut ausschließlich Abneigung so aus. Nee, ich das ist eine Männerwerbung. Bei mir löst es schon was aus. Ich finde auch, ich muss auch ehrlich, fairerweise zugeben, dass ich Patek Philippe und es gibt ein paar Modelle, die ich sehr schön finde. Aber ich finde es halt so eine... Das muss man jetzt dazu sagen, also nur für den Fall, dass die zuhören und über ein Sponsoring nachdenken. Wir finden es eigentlich auch gut. Nein, aber... Aber ich... aber nein, bei einem Mann löst diese Werbung schon was aus, weil es hat was von... Es hat dieses patriarchische, ich kümmere mich um die Familie und starte eine Tradition und bei mir ist alles wunderbar. Schau mal, wie Na, obwohl, diesen Bengel hätte ich nicht gerne als Sohn. Aber. Vor allem in einer, der Typ sieht sowieso schon mal aus wie ein Model. Der sieht aus, als hätte er noch keine Sekunde in seinem Leben gearbeitet. Der Sohn sieht aus wie der verzogenste Kackarsch der Welt. Ja. Also wirklich, der sieht richtig unsympathisch aus. Dann in einer Zeit, in der ein Buch, Tschüss Patriarchat, auf Wiedersehen, die Zeiten sind vorbei, nach dem anderen rauskommt. Eine Werbung, die das Patriarchat so hochhält und die Frau eigentlich nur in Form von einem Metall-Ehering an der Hand vom Mann vorkommt. Ja, genau, die Frau ist in einem Metall. Ist halt so outdated, das geht schon gar nicht mehr. Und dann auch noch den Typen. Fairerweise. Ja, pass auf, warte, noch kurz, mein Rant muss noch kurz fertig werden. und dann auch noch den Typen, die zu viel arbeiten, die ihre echten Kinder, die wahrscheinlich viel netter aussehen und ganz unglücklich und dick gefressen auf Couch sitzen und weinen, weil der Vater nie Zeit hat, anstatt mit denen mal Fußball zu spielen, denken die so, oh, ich muss noch mehr arbeiten, dann kann ich meinem Sohn eine Uhr für $699,000 kaufen. Der Sohn so in der Zwischenzeit wird heroinabhängig und ritzt sich 8 Hakenkreuze in den Arm. Und denkt so, ich will die Aufmerksamkeit haben, Papa. Weißt du, was ist los mit euch, Patek Philippe? Und dann schickst du mir das, jemandem, der, weißt du, ich hätte eher die Titanic abonniert als den Economist. Aber, naja, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Der Economist ist ein Top-Blatt. Ja, ist ein Top-Blatt, ist top. Ist ein Top-Blatt. Aber die. Und übrigens, diese Werbung gibt es genauso für Frauen übrigens, wo Mutter-Tochter drauf ist. Und dann vererbt die Mutter der Tochter eine Handtasche, oder was? Ja, auch eine Uhr. Ein Lippenstift. Benutzen Sie Ihren Chanel-Lippenstift nur einmal alle 10 Jahre. Er kostet 4 Millionen Dollar. Was vererbt die Mutter denn ihrer Tochter? Was passiert, wenn jetzt Chanel dich morgen fragt, willst du von uns gesponsert werden? Ja, dann sag ich ja, natürlich. Ich sag auch ja, wenn Patek Philippe mich sponsern will, weil ich habe keine Wahl, Leute. Erstens habe ich keine Wahl und zweitens ist es ja auch ein bisschen cool. Ich bringe ja dieses armer Künstler-Ding mit. Damit verkauft man ja am besten, ne? Damit und mit dem Patriarchat. Ja. Und mit dem schlechten Gewissen. Ich bringe dieses verruchte, bisschen besoffene Heineken-Girl-Ding mit. Das ist natürlich auch nur in meiner Fantasie so. In Wirklichkeit ruft mich halt eher irgendwie so ein Bio-Joghurt-Vertrieb an und sagt, na, willst du meinem hellblauen Blümchenkleid umrühren auf der Alm? Und ich so, nee, ich will was Cooles machen, Mann. Egal, ruft mich alle an, ich mach alles. Und für immer die Credibility verschenkt. 3, 2, 1. Das Heineken, du, das macht richtig mir Dampf.
Macht Laune. Ja. Es ist, ich finde auch, weißt du, die Flasche liegt auch gut in der Hand. Mhm. Ist mir aufgefallen. Ja, die haben einfach, ja, das ist das perfekte Thema mit dieser Werbung für unsere kommerzielle Folge. Weil man einfach an allem, was heute in diesem Podcast passiert, sieht, wie einfach dieses, weißt du, Geld, lange Forschung, also das ist einfach, die haben einfach geguckt, wie kriege ich die Leute am Haken. Ja. Das ist einfach. Ja, klar, und ich muss das sagen, aber es geht ja auch viel, viel Liebe ins Detail da. Also dieser kleine Bogen da hinten drin, der so, wo man den Daumen so ablegen kann, ist schon eine gute Flasche, muss ich sagen. Also kann man nicht sagen. Und die machen auch gute Werbung, Heineken. Also die machen ja viel für Fußball gemacht und so. Obwohl, war das jetzt Carlsberg? Ja, also sehr viel Product Placement jetzt irgendwie in unserer Folge. Das stimmt. Das ist richtig. Wir sollten vielleicht auch. Wann hat dich das letzte Mal eine Werbung richtig geflasht, wo du gesagt hast, so, die hat echt funktioniert? Puh. Oh, da muss ich kurz denken. Weil ich habe eine, in Schweden lief eine Volvo-Reklame. Volvo macht sehr geile Reklame, muss man sagen. Volvo mag ich richtig gerne, schon immer. In meiner Fantasie habe ich immer irgendwann so einen alten V70 und so einen Hund hinten drin. Das fand ich geiles immer toll. Auto. Geiles Auto. Geil, und ne? Ja. Ich hatte früher einen V90, als ich in L.A. gelebt habe. Hast du in L.A. gelebt? Das ist ja irre. jedenfalls haben die eine Reklame, und die haben ja auch so gute Ziele, ja. Die sagen so, wir wollen keine Autounfälle mehr bis 2025 in einem Volvo. Wir wollen elektrisch sein bis 2022. Also die haben so gute Meilensteine, die sie erzielen wollen. Man muss halt immer so einen kleinen Feuerlöscher in der Handtasche haben, aber sonst ist immer alles gut eigentlich bei Volvo. Genau. Und da hat immer Zlatan Ibrahimovic, dieser schwedische Fußballer, hat eine Werbung für die gemacht, wo er, und Zlatan kommt ja ursprünglich, oder er ist zwar in Schweden geboren, aber seine Familie kommt aus Bosnien, glaube ich. Bitte wer? Abramovic? Ich habe gerade kurz nicht zugehört. Zlatan Ibrahimovic hat eine Werbung gemacht für Zlatan Volvo. Zlatan Ibrahimovic ist der größte Fußballer, der aus Schweden, den Schweden jemals hervorgebracht hat, wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ich kenne den gut. Aber er hat einen Migrationshintergrund. Weißt du, von meinem Ex-Mann, der hatte mir die alle vorgestellt. Jedenfalls hat der eine Werbung gemacht, wo er für Volvo, wo er durch den schwedischen Schnee stapft mit einem Gewehr auf dem Rücken und einer und Jagdausrüstung. Schnee mit einem Gewehr. Da, 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 und währenddessen sagt er den schwedischen National. Die schwedische Nationalhymne sagt er zu dem Spot. Das wäre so, als würde Lothar Matthäus zu einer Volkswagen-Werbung so ganz langsam sagen, Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, nur, dass Lothar Matthäus das leider nicht so sagen würde. Jetzt stell dir mal Lothar Matthäus vor, wie der das sagt. Das wird leider gar nicht gehen. Der Lothar, naja. Sag mal, Aber sie könnten ihn vielleicht synchronisieren. Das wäre vielleicht nicht schlecht, dann würde es vielleicht gehen. Hoffentlich hört ihr nicht diesen Podcast. Da habe ich keine Chance mehr bei denen. Ich bin wieder leer. Sollen wir nochmal nach? Ich bin auch leer. Komm, wir machen das nächste Mal. Dieser Kommerz in dieser Folge, der macht mich einfach, der saugt mich seelisch aus. Ich bin einfach ganz leer. Okay, es geht weiter mit einem weiteren ganz feinen Bier. Jetzt wird's bitter. Scheiße. Jetzt tut es ein bisschen weh. Ja. Wir machen es erst auf und dann sagen wir, was es ist, okay? Du musst es. Nee, sag du zuerst, was es ist. Ach, das Geräusch muss ja. Na gut. Also, dreimal dürft ihr raten. Es kommt aus Mexiko. Ja, es ist ein Corona. Total aufregend. Okay, juhu!
Du, aber ich finde, es ist eigentlich, kann man das oft drehen? Nee, das ist auch, nee, das kann man nicht. Ich glaube, das ist das andere, das man aufdrehen kann. Wie heißt das nochmal? Dieses Soll. Nee, ach so, das kann man auch aufdrehen. Das, verfickt, wie heißt denn nochmal das andere? Desperados kann man aufdrehen. Aha. Vielleicht kann man das auch aufdrehen, warte mal. Oh, diese scheiß reichen Brauereien, die haben aber auch gute Geräusche verfickt. Ich möchte auch nochmal, warte mal. Da war noch so ein kleiner Pfeifton, ja, so ein kleiner hinten drin. So. Der ist für die besondere Freshness. Als ob da so ein kleiner Genie gleich rausgeschossen kommt, der dir alle Wünsche erfüllt. Ja. Wenn du einmal in dieser Corona-Flasche reibst. Wenn du genug davon trinkst, passiert das auch. Wahrscheinlich. Also 4,5%, es ist relativ zahm vom Alkoholgehalt her. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein... Corona ist mehr als nur ein Bier. Es ist eine Lebenseinstellung. Ehrlich und echt mexikanisch. Darum steht es auch in Deutsch hinten drauf. Weil es ehrlich und echt mexikanisch ist. Genieße es eiskalt mit einer Scheibe Limette. Ach so, stimmt, das Corona ist ja das, wo man die Limette so reinstecken muss. Ja, habe ich. Und das macht es tatsächlich, die macht es gut. Erträglicher. Ach du Scheiß, ich hab gerade zum ersten Mal an dem Corona ein Corona getrunken ohne Limette. Das schmeckt absolut nach nichts. Ja, es ist absolut nichts. Es ist halt sowas für Leute, die kein Bier neutrale mögen. Neutrale Geschmäcker mögen. Wasser zum Beispiel. Ja. Verdammt. Und, aber ich muss sagen, wenn du in Amerika bist und dann diese ganzen Coors Light, Miller Light, Bud Light oder wie sie alle heißen, wenn du das dann trinken musst und dann ist Corona wirklich eine ernstzunehmende Geschmacksalternative. Option, wo du sagen würdest, das schmeckt noch nach Bier. Weißt du, weil gut, diese das anderen ist halt auch Sachen, Mais drin, das ist Wasser. Ja wie bei Miller auch. Ich habe eine Zeit lang, als ich klein war, so auch so wieder so 3, 4, habe ich gerne Miller getrunken. nee, als ich angefangen habe, in Discos zu gehen, bin ich immer in Dortmund in Soundgarden gegangen. Es war so eine Großraum-Indie-Diskothek. Da gab es oben eine Theke mit so besonderen Bieren und da gab es immer Miller. Und da habe ich eine Zeit lang mit voller Absicht, auch wenn jetzt wahrscheinlich niemand glaubt, dass jemand so verrückt sein kann, mit voller Absicht Miller getrunken, weil ich das irgendwie gut fand, diesen maisigen Geschmack. Und in Corona ist ja auch Mais und Reis. Das schmeckt halt jetzt, vor allem nach dem Heineken, echt ziemlich lame. Also das kann man nicht anders sagen. Und ohne Limette, Heidewitzka, ey. Aber die Flasche ist ganz schick, finde ich. Und sie haben so eine kleine Sparte für sich entdeckt. Und was auch gut ist an Corona ist... Was ist denn die Sparte? Egal in welcher... Naja, so dieses zentralamerikanische, limettige, besondere. Und du kriegst es ja immer nur in Flaschen. Ich habe noch nie gesehen, dass du in Corona am Zapfhahn kriegst. Oder hast du das schon mal gesehen? Nee, aber gibt's bestimmt. Gibt es bestimmt auch andere, aber ich finde, das ist so eine, wenn du ein Corona bestellst, weißt du, du kriegst es in der Flasche. Musst du nicht dazu sagen. Ja, weil die halt die Limette da reinstecken, aber müssen die und ja es ist nie abgestanden, deswegen, daher ist es nie abgestanden, deswegen hat es dieses Freshness-Faktor. Wenn man eine Kneipe hat und es geht einem das Bier aus, könnte man einfach Mineralwasser in die Corona-Flasche füllen und eine Limette oben reinstecken. Merkt wahrscheinlich keiner. Ja, da brauchst du aber auch, musst du die Farbe dazu noch geben. Das stimmt. Vielleicht ein bisschen Kurkuma, das ist auch gesund. Stimmt. Stimmt, das würde gehen farblich. Ich würde auf jeden Fall, möchte ich euch allen, die ihr hier zuhört, dringend ans Herz legen, nicht zuerst ein Heineken zu trinken und dann ein Corona. Das ist wirklich nicht besonders klug. Geil. Ein Podcast, zwei Schelme. Karl. Also ich finde, wenn man den ganzen Tag nur Corona mit Limette trinkt, dann ist es irgendwie so, es erinnert mich, ich habe irgendwie positive Assoziationen zu Corona, deswegen ich kann darüber hinwegsehen, dass es nach wenig schmeckt. Und ja. Ich erinnere mich an die ganz dunklen Zeiten, wo ich in Amerika durch diese Supermärkte gegangen bin und diese Biertheken.
Aber das diese alle, Bierregale. Amerikanische und das Supermärkte Einzige, was mich einigermaßen angesprochen hat, war das Corona-Sechspack. Hast du mal in Amerika probiert, Joghurt zu kaufen? Vergiss es, du darfst nichts da kaufen, was Joghurt selbst, ist oder selbst, Käse selbst, oder selbst sowas. Beim Trader Joe's gibt es keinen Joghurt, der einfach normaler Joghurt gibt. Es gibt 0% Fett. Vanille. Dann extra Protein, aber einfach normalen Joghurt gibt es gar nicht. Hast du Donald Trump schon geschrieben? Und dann gibt es ja diesen Greek-Joghurt, der ist aber dann aber so ein bisschen, der ist auch nicht wie bei uns der griechische Joghurt, sondern der ist ja dann mit so wie so eine Art Gummimasse drin. Ich habe Donald Trump natürlich schon deswegen geschrieben, mehrfach, per Post. Was mich übrigens zu unserem nächsten Thema bringt, über das ich dringend reden muss. Ich habe nämlich eine offizielle Beschwerde. Achtung, jetzt wird es sehr laut, weil ich kurz aufstehe und was hole. Oh. Weil jetzt reicht's mir. Moment. Ich habe jetzt die letzten Cashews hier aufgegessen. Warte. Jetzt ist nämlich hier Schluss. Dieter. Achso, ich wollte das ja nicht sagen. So. Ich mach da einen Pieper drüber, mein Freund. Also. Genau, also ich habe meine Beschwerdebriefe an Trump geschrieben und ein Mensch, dessen Namen ich jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht nenne. Aber er heißt Dieter. Genau, hat mir einen Brief geschrieben. August, du und ich haben ja diese Serie gemeinsam gedreht, sie heißt Jenny. Darum bekommen wir, wenn das ausgestrahlt wird, besonders viel Fanpost von Menschen, die das gerne gucken. Ich öffne also einen Fanpostbrief, da steht Folgendes drin. Liebe Frau Birte Hanusrichter, dann ein riesengroßes Ausrufezeichen, das schon so unverschämt ist, dass ich wirklich... Also, der ist mir jetzt schon sehr sympathisch, dieser Dieter, muss ich sagen. Ich bin von Ihnen enttäuscht. Letzte Mal habe ich Ihnen am 21. Mai 2018 Autogrammbrief mit Briefmarken. Ich finde nicht richtig von Ihnen. Bitte schicken Sie mir Brief mit Briefmarken zurück. Aber ich habe Autogramm von Schauspieler August Wittgenstein erhalten. Doch ich habe mich gefreut. So, erstens, August, wie kannst du mir so in den Rücken fallen? Das muss, wirklich, ich habe kurz überlegt, ob das jetzt war, unsere letzte Folge heute. Ich meine, der hat mir jetzt extra nochmal einen Brief geschrieben. Ich weiß, ich mache das so auf, finde so Briefe mit so Anschreiben, die so ganz zuckersüß sind und mit so kleinen Manchmal legen ja Leute auch so Glitter in die Briefe Bambi rein. Bambi-Aufkleber und Fotos von mir, die selber ausgedruckt haben und zu so einer Collage. Dann so Fragebögen, was ist denn Ihr Lieblingstier? Und ich so, Wombat, Baby, ja. Waschbären. Genau, Waschbären. Ja. Dann male ich so einen Waschbär und freue mich so und denke so, ich mache mir noch einen Kaffee. Macht ja nichts, dass ich schon die 17. Stunde heute Autogrammbriefe beantworte. Egal, ich freue mich über alles und lese das und freue mich so. Und mache halt so einen Brief auf und denke mir, Dieter, geht's noch? Die geballte Ladung. Und das Schlimme ist, es ist Folgendes passiert. Ich habe halt diesen Stapel Fanpost, den muss ich erstmal abarbeiten, Leute. Ne? Und das tue ich ja wirklich mit Herz und Seele und freue mich so doll. Und dann habe ich aber, weil ich die halt nach Datum sortiert bearbeite, natürlich Dieters ersten Brief zuerst bearbeitet. Die normale Autogrammanfrage. Und schickt dem halt so ein Autogramm für Dieter mit so einem Herzchen und steckt es in den Umschlag. Weißt du? Und dann, Stunden später, mache ich das auf. Liest du erst den Brief? Und denk so, oh nein. Moment mal. Der Typ ist total unhöflich und schreibt mir diesen Brief mit diesem riesigen Ausrufezeichen, in dem er auch noch den riesigen Verrat von dir enttarnt. Weil du, Dieter, viel früher als ich geantwortet hast. Und jetzt muss ich mich hier so von dem Typen anmachen lassen. Und jetzt hat er aber von mir, jetzt kann ich ihm natürlich seinen Wunsch nicht erfüllen und ihm seine Briefmarke wieder zurückschicken, weil... Ja, das finde ich das Geilste. Er will ja am liebsten eigentlich nur seinen Umschlag und die Briefmarke zurückhaben. Ja. Jetzt kriegt er aber ein Autogramm von mir mit einem Herzchen.
So. Er fragt ja gar nicht mehr mit nach dem Autogramm. Er will ja eigentlich jetzt nur, jetzt müsstest du ihm eigentlich noch einen Umschlag mit einer Briefmarke schicken. Wo nichts drin ist. Genau. Ist aber jetzt zu spät, weil er hat schon die Herzchen-Autogrammkarte von mir. Dieter, großes Ausrufezeichen. Oder ich mache nur ein Ausrufezeichen und schicke dem das. Und dann, ich schicke dem jetzt jede Woche 50 Autogrammkarten von mir. Ich kacke den zu mit Autogrammkarten, bis er... Ich habe ja schon Fanpostbriefe bekommen. Also, kennst du das? Wenn man zu Events geht, dann gibt es ja manchmal so Leute, die stecken einem so Umschläge zu. Verschicken sie auch Autogrammkarten, fragen sie und dann sagst du, ja, mache ich. Und dann ja, geben sie dir den Umschlag. Ich will halt eigentlich gerade da reingehen. Normalerweise frankiert. Aber ich habe neulich bei einem Event zwei Umschläge bekommen, wo nur die Adressen drauf standen, ohne Briefmarke. Ja, entschuldige. Und dann dachte ich so, das fand ich schon ein bisschen frech. Wenn du denn deinem Sohn eine Uhr für 600.000 Euro kaufen kannst, dann wirst du ja wohl eine Briefmarke für deinen größten Fan Dieter kaufen können. Ne? Ja. Also so kannst du ja nicht. Aber apropos Fans, hast du auch Fans, die dir auf Instagram mehrmals am Tag folgen? Also, wo du mehrmals siehst, die und die Person folgt dir jetzt? Also, sind so Leute, die, um deine Aufmerksamkeit zu kriegen, folgen dir, dann anfordern sie wieder, dann folgen sie wieder. Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob die das machen, um deine Aufmerksamkeit zu kriegen, sondern ich glaube, die machen das, weil die dann dadurch auch eigene Follower kriegen. Das machen so Bots, machen sowas. Nee, auch. Wieso das denn? Ja, weiß ich nicht, das funktioniert halt irgendwie so. Wenn du jetzt Ed Sheeran folgst und ihm dann entfolgst und ihn dann wieder folgst, hast du danach neue Follower. Weiß ich nicht, wieso. Oh nein, du hast gedacht, die wollen alle deine Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt gerade Ed Sheeran gefolgt und wieder. Entschuldigung, ich kann dich da noch nicht rauslassen. Du musst mir jetzt, was ist da los mit dem Dieter? Warum hast du das gemacht? Also ich bin relativ gut mit Antworten, relativ schnell. Und wenn ich dann natürlich dann glänze mit meiner schnellen Antwort und du dir so wahnsinnig viel Zeit, dass du einen ganzen Stapel 17 Stunden lang bei dir zu Hause abarbeiten musst, da bin ich natürlich, klar, mache ich mir natürlich einen guten Namen dadurch. Ja, ja, aber ich mache das halt so mit Love. Und Dieter und ich sind seitdem, weißt du? Waren auch schon viel unterwegs zusammen, auf einer Kirmes in dem Ort, wo er wohnt, zum Beispiel. Und so waren wir bei seinen Eltern zu Hause am See. Ja. Also von daher, wir haben eine gute Beziehung, hatte ich. Aber er spricht ja auch nicht so gut Deutsch, hast du vielleicht gemerkt. Es macht es dann manchmal schwierig, so die Kommunikation, Daily Life. Aber ansonsten, nee, ist ein klasse Typ. Mit dem Didi. Ja. Nee, so mag er es nicht, er möchte nicht so genannt werden, Didi. Ach so. Ah. Kann er nicht ausstehen. Ich habe schon wieder alles falsch jemand in der Ich habe keine Chance. Nee, du bist bei ihm unten durch. Ich würde ihm nichts mehr schicken, weil macht ihn nur noch wütender. Jetzt ist jetzt zu spät. Der kriegt jetzt eine Autogrammkarte mit dem Herz. Oh. Oh. Ich kann gar nicht so viel Corona trinken, dass ich das wieder vergesse. Schick ihm doch ein Corona. Ist doch nett. Ja, wie gesagt. Ich glaube, der trinkt eh nur Corona, glaube ich, der Dieter. Ich schicke dem jetzt jeden Tag eine Autogrammkarte. Einfach für immer. Mit so verschiedenen diabolischen Gesichtern von mir drauf. Bis er so viel Angst kriegt. Das finde ich das Beste. Das hat der Matthias Weidenhöfer hat das mal bekommen, das hat er mal gepostet auf Instagram. Kennst du den Matthias? Schauspielerkollege von uns. Und zwar hat der eine Anfrage bekommen, so einen Fanbrief bekommen. Ich hätte gerne vier verschiedene Autogrammkarten von ihm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich meine, die meisten Schauspieler haben vielleicht eine oder zwei Autogrammkarten, aber nach vier verschiedenen zu fragen, ist ja schon, das haben nicht so viele. Auf jeden Fall hat der Matthias dann einfach nur hat einfach die gleiche Autogrammkarte genommen, hat dann jeweils auf den einen so Teufelshörner mit dem Edding gemalt, auf den anderen so ein Bart, auf den anderen große Ohren. Vier verschiedene Autogrammkarten. Ja. Naja, manchmal hat man ja, wenn du jetzt für fünf verschiedene Sender eine feste Serie drehst, dann hast du halt eine Bergdoktor-Autogrammkarte,
Ja, naja. Weißt du, ja. So, sowas gibt es ja. Machen das dann die Sender für dich? Besorgen die dir dann diese... Na, wir haben keine diese Autogrammkarten gekriegt, ne? Nee, nee, ich nicht. Nee, ich auch nicht. So ist das jetzt. Naja. Ich wollte dir noch erzählen von meinem... Ja, ich bin nicht so stolz, aber ich habe eine Sache jetzt gerade gemacht, bin ich nicht so stolz drauf. Und das ist eben so diese Doppelmoral, die ich in mir trage. Auf der einen Seite bin ich irgendwie selber 17 Minuten zu spät, um mit dir zu reden. Und auf der anderen Seite erwarte ich Pünktlichkeit. Von mir. Auf jeden Fall hat mich neulich hier einer von den Fahrern bei dieser Produktion hier in Südafrika tatsächlich 40 Minuten zu spät abgeholt. Dann hast du ihm eine geballert. Komm mal her, du. Good morning. Naja, ich hatte eh schon irgendwie so einen schlechten, mühsamen Tag gehabt. Also ich war eh nicht in bester Verfassung. Und musste dann irgendwie draußen auf der Straße warten, weil ich hier irgendwie mit meinem Handy so natürlich keinen Empfang habe. Und dann hieß es irgendwie, er ist in 5 Minuten da und war dann aber 20 Minuten später immer noch nicht da. Und dann habe ich 40 Minuten gewartet und war am Ende so geladen, als er dann ankam. Muss ich dazu sagen, es war ein schwarzer südafrikanischer Fahrer. Ich war einfach so geladen, dass ich einfach gesagt habe, so 40 Minuten habe ich hier schon gewartet. 40 Minuten! Und dann habe ich gesagt, this is outrageous! Was so ungefähr so viel heißt wie, das ist empörend. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Auch ein Ausdruck, den man nicht so oft benutzt. Mhm. Und dann habe ich einfach so eine Minute lang Luft abgelassen. Und hab dann gesagt, so, wie kann man eigentlich irgendwo hinfahren und jemanden abholen? Also wenn man irgendjemanden abholen muss, dann sollte man doch wissen, wo man die Person abholen muss. Alles andere wäre ja Wahnsinn. Also ich habe so richtig lange Sätze auch verwendet. Und der Typ hat einfach sofort gesagt so, sorry sir, very sorry sir, very sorry sir, I'm so sorry sir, I'm so sorry sir, I'm so sorry sir. Oh Gott. Und ich konnte dann, der hat sich so arg und schnell entschuldigt, dass ich dann nach irgendwie einer halben Minute oder Minute, ich konnte gar nicht mehr sauer sein. Ich war so, das hat mir so den Wind aus den Segeln genommen. Ich hatte mich so gefreut auf so eine lange Autofahrt, wo ich ihm so ganz lange irgendwie erklären kann, wie beschissen das ist. Und dann war es irgendwie nach einer halben Minute. Darauf hast du dich ernsthaft gefreut? Nein, aber weißt du, wenn man so streitlustig ist, dann hat man ja Lust auf eine Konfrontation. Man möchte ja nicht irgendwie, dass sich der andere dann sofort hinlegt. Mir ist einfach aufgefallen, wie geil es ist, wenn Leute einfach, wenn sie was falsch machen, sich einfach sofort entschuldigen, dann kannst du eigentlich gar nichts mehr dem entgegensetzen. Du würdest es, man kann diese, die Kritik oder die Konfrontation nicht weiterführen, weil es gibt keinen Widerstand. Und das müssten eigentlich Leute viel öfter machen, wenn sie Sachen falsch machen. Aber stattdessen muss man immer noch erklären, warum und weswegen und ja, und verteidigen und so und so. Und dann habe ich mir aber gedacht, so krass, oder jetzt bin ich irgendwie hier und drehe eine Serie und muss 40 Minuten warten, um abgeholt zu werden. Und dann nehme ich mir raus, einen Fahrer anzugehen. Und vor 6 Jahren hätte ich wahrscheinlich mich gefreut, wenn mich irgendjemand abholt und sich überhaupt an mich erinnert. Dann hätte ich wahrscheinlich niemanden angeschissen. Und deswegen ist mir so, oder eine Frage, die ich so habe, wenn man so merkt, dass so die letzten Male sind, also weißt du, was ich meine? Die letzten Male, wo man noch mit Offenheit und Toleranz und Geduld an Dinge rangegangen ist und ob das auch so eine Sache ist, die dann irgendwie mit dem Alter verschwindet. Also meine Toleranz jetzt gegenüber zu spät sein ist mittlerweile ja dann irgendwie schon sehr, sehr gesunken. Und ob das im Alter immer dann... Naja, ich glaube ehrlich gesagt, das hat was mit Erfolg zu tun, weil jetzt bist du in der höheren Position. Das heißt, deine Toleranz für dein eigenes 17-minütiges Versagen heute ist wesentlich größer als das für jemand anders. Und ja, natürlich, früher, natürlich. Als du dachtest, egal, jemand holt mich ab, wie geil ist das denn? Hättest du halt auch gedacht, naja, ist ja nicht so schlimm.
Hauptsache, ich habe einen Job. Wie geil. Ja, aber, aber wie erhält man sich denn dann diese so ein bisschen diese un... Ich weiß nicht, was man sagt, ob es eine gewisse Art von Unschuld ist oder von Unvoreingenommenheit. Oder es ist das Gleiche mit dem Verlieben. Also, ob man sich im Alter dann noch so unvoreingenommen verlieben kann, wie man es gemacht hat, als man, keine Ahnung, 16 oder 17 oder 18 war, wenn man so die erste große Liebe kennengelernt hat. Das geht ja auch alles irgendwie. Ja, das glaube ich auch, dass das ein bisschen verloren geht. Das liegt aber auch daran, dass man dann irgendwann halt einfach weiß, das ist so ein bisschen wie Saufen. Man trinkt halt Bier, dann ist man betrunken und man weiß, ich bin auch irgendwann wieder nüchtern. Und wenn man das jetzt halt schon 10-mal erlebt hat, dann denkt man nicht, juhu, ich werde für immer gut drauf sein. Gut. So ist es halt beim Verlieben. Ja. Aber vielleicht, wie du dir das erhältst, ist, glaube ich, ganz einfach. Du könntest das nächste Mal vielleicht dich in die Situation des Fahrers versetzen und ihn erstmal fragen, warum er zu spät gekommen ist. Ja. Aber hier in diesem Fall wusste ich einfach, dass der Typ einfach nicht vorher gecheckt hat, wo er hin musste. Er hat sich einfach verfahren. Aber ich meine, normalerweise würdest du ja oder ich, wenn ich jemanden abholen müsste, würde ich mich ja vorher informieren, bevor ich losfahre, wo muss ich eigentlich hin? Das ist ja die Aufgabe des Fahrers, von A nach B zu kommen. Ja, das stimmt. Na gut, ich wäre in dem Fall in erster Linie sauer, weil dann alle anderen auf dich sauer sind, wenn du zu spät bist. Das ist ja das Krasse. Ja, obwohl das war tatsächlich nur von, ich musste nicht zum Set, sondern ich musste von einem Hotel ins andere. Pediküre. Du so, du Arsch, ich hatte einen Friseurtermin. Hast du meine Fingernägel mal angeschaut? Hier, schau sie an, so sehen die aus. Soll ich an diese Hand meine 600.000 Euro Uhr machen oder was? Aber mich interessiert diese Sache von wann man weiß, oder ich würde gerne wissen, so, das war jetzt das letzte Mal, dass du jemanden, der sich 40 Minuten verspätet, mit Toleranz begegnest. Ich hätte es gerne, wenn es da eine kleine Notification wie auf dem Handy geben würde, die sagen würde, so, das, ab jetzt wirst du niemanden, der 40 Minuten verspätet. Jetzt hast du deine Unschuld verloren. Genau. Ein Podcast. Ein Mann. Ein Wort. Eine Welt. Eine Frau. Ein Wort. Ich habe gerade am Set einen Stuntman im Rollstuhl die Treppe runtergeschubst. Und zwar eine lange Treppe. War das geplant und war das zu spät und du warst wütend? Ja, das war das war ein Versehen. Nein, natürlich war es geplant. Ich musste... In dieser Serie muss ich einen Typen im Rollstuhl eine ziemlich lange Treppe runterschubsen. Und dieser Stuntman saß im Rollstuhl. Ein sehr bösen Mann. Ich habe ihn einfach runtergeschubst. Und er ist mit diesem Rollstuhl, und es war ein echter Rollstuhl, ein richtig massiver Rollstuhl, hat er sich überschlagen, mehrmals ist diese Treppe runtergerollt. Und ich habe nur gehofft und gebetet, dass der Typ sich nicht den Nacken bricht. Und ich hoffe, dass das das letzte Mal war, dass ich das sowas machen muss. Und du so am Ende. Ich hatte in der Schauspielschule. Tut mir leid, dass er tot ist, aber ich musste das ja machen. Ja, dann hätte ich auf jeden Fall sagen können: so, I have killed a man. Überleg mal, dem wäre was passiert. Das ist, auch wenn er ein Stuntman ist, würdest du dich ja trotzdem für immer scheiße fühlen. Natürlich, ja. Total. Ich hätte auch überhaupt keine Lust drauf. Deswegen sage ich ja, ich hoffe, dass das letzte Mal war. So wie Pavarotti wahrscheinlich gehofft hat, dass es das letzte Mal war, dass er die Katze tot sitzt. Aber es gibt schon, ich glaube, es ist manchmal weiß man das. Also ich wusste zum Beispiel auch schon mal bei jemandem, das ist jetzt das letzte Mal, dass obwohl ich es nicht kommen sehen habe sozusagen, habe ich gedacht, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich diese Person sehe. Und dann war es das auch. War es das auch. Ich hatte einen Typen bei mir in der Schauspielschule. Kennst du diese, wie nennt man das auf Deutsch? Privaten Übungen, also wo man so öffentlich privat sein muss. Mhm. Bing. Also da wählen ja manchmal Leute dann so, das muss man dann vor der ganzen Klasse machen. Ja, und dann private in public. Genau. Wo du halt dann irgendwie morgens deine Cornflakes isst oder die Nägel. Jetzt pass auf, der Typ bei mir in der Schule der hieß Kyle und dann haben sie gesagt, okay Kyle, jetzt bist du dran. Dann hat er sich so
zwei so schwarze Blöcke zurechtgeschoben, hat sich dann da draufgesetzt, hat einen elektrischen Rasierer rausgeholt, aus seiner Tasche rausgeholt, hat sich die Hose runtergezogen und hat sich vor der gesamten Klasse seine Schamhaare rasiert. Wow. Und es war ganz geil, weil keiner hat gelacht, keiner hat was gesagt. Und nachdem er fertig war, hat dann die Lehrerin gesagt, vielen Dank, Karl, das war sehr mutig. Aber ich glaube es trotzdem, das war das letzte Mal, dass er sich auf diese Art und Weise vor so einem Publikum die Schamhaare rasiert hat. Hoffe ich zumindest. 3 Wochen später ist er dann von der Schule geflogen, weil er auf Facebook geschrieben hat, dass er uns alle töten könnte. Wirklich? Mhm. Nein. Ja, doch. Doch. Die Namen müssen vielleicht auch nachher biepen, aber er spricht kein Deutsch, glaube ich. Bei uns in dieser Übung hat keiner was Krasses gemacht. Aber es haben alle erzählt, was die anderen auf dem Playhouse alle so gemacht haben. Und die haben halt, da war halt auch von, ja, Onanieren über, ach, ich möchte es gar nicht, man weiß, es gibt so Sachen, die möchte man gar nicht aussprechen. Oder halt dann, ja, einer hat ganz doll laut gepupt. Was man halt macht, wenn man halt alleine ist. Ne? Also, liebe ZuhörerInnen, es geht in dieser Schauspiel. Aber woher wusste das ja? Einfach alleine zu Hause zu sein und quasi zu üben, alleine zu sein, also ganz privat für sich zu sein, obwohl eine ganze Klasse zuguckt und es halt zu vergessen. Das heißt, du musst es ja gar nicht timen. Wenn du in dem Moment halt pupsen musst, du sollst halt einfach das machen, was du machen würdest, wenn du alleine zu Hause wärst. Und sind wir mal ehrlich, wer würde das nicht tun? Mache ich nie. Genau, das wollte ich auch sagen. aber wenn man halt besonders provozieren will, dann macht man das halt. Und das ist bei uns schon das ein oder andere Mal passiert. Das ist eine geile Übung. Ja, ich habe eher so rumgelegen, habe ein bisschen an meinen Fußnägeln rumgepult und dachte so, das ist schon schwierig. Ja, ich finde es schwierig. Ich habe auch, ich wirklich Cornflakes gegessen oder irgend sowas oder gesungen oder irgend sowas. Das war dann ein paar Jahre später in L.A. in so einem Kurs, da hat ein Typ eine richtige Kloschüssel mitgebracht und hat dann in das Klo gekotzt. Warum das denn? Aber es war halt, das war ja nicht verbunden mit der Kanalisation, sondern es war ja einfach nur auf den Boden gestellt und hat einfach reingekotzt. Aber das Weil er wahrscheinlich Anorex-Bulimie hat oder keine Ahnung was. Ach du Scheiße. Und zwar dann private in public. Das ist aber sehr private. Das ist ja wie eine Message senden. Ich weiß nicht. Fand ich auch ein bisschen private. Vor allem musste man dann eigentlich danach fast die Klasse abbrechen, weil das war irgendwie in Los Angeles und es war tierisch heiß in dieser Blackbox und dann so Kotze riecht ja auch dann irgendwie nicht so gut. Bei uns hat mal eine Katzenfutter gegessen als Activity. Das war so schlimm. Das hat auch so schlimm gestunken. Ach, war das schrecklich. Das war nichts. Nee. Aber, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, weil deine Frage war ja eigentlich quasi, manchmal macht man Sachen, oder was heißt Frage, manchmal macht man Sachen zum letzten Mal in seinem Leben und weiß es aber nicht. Oder man hofft vielleicht, dass es das letzte Mal ist. Aber das ist ja eigentlich eher, du hast jetzt nur lustige Sachen gesagt, aber es ist ja eigentlich was Trauriges. Also, total. Das meinte ich eben. Ja. Also ich habe schon mal neben jemandem gesessen auf einer Bank und dachte, wir sehen uns nie wieder. Und dann ist die Person danach gestorben. So, und ich wusste das aber in dem Moment. Also ich wusste nicht, dass derjenige stirbt. Ich habe nur irgendwie gedacht, ich muss mir irgendwie den Moment merken. Es könnte sein, dass wir uns nicht mehr sehen. Und obwohl ich das nicht wusste und es nicht sozusagen vorhersehbar war, ist das so passiert. Und ich finde, manchmal gibt es so Sachen, die sind so total traurig. Oder ja auch so, also es kann ja auch was Rührendes sein. Sowas. Oder was weiß ich, wenn man seine sehr alten Großeltern besucht oder wenn man hoffentlich zum Beispiel heiratet oder so. Ne? Also solche Sachen, dass man denkt, wow, das ist jetzt so ein... Also gut, beim Heiraten ist es nicht immer ein One-Time-Event, aber es sollte ja eigentlich so sein. Also das macht einem ja trotzdem so ein ehrfürchtiges Gefühl. So. Aber ich finde es fast noch schlimmer, wenn man nicht weiß, dass es das letzte Mal ist. Also wenn man zum Beispiel... Weil man sich so nicht verabschiedet hat davon irgendwie, ne? So bewusst. Ja, also wenn ich mir überlege, das letzte Mal, dass ich wirklich gespielt habe als Kind...
weil das gab ja diesen Tag irgendwie, wo ich das letzte Mal mit Lego gespielt habe oder irgendwas, mhm. wo ich irgendwie das Spielzeug rausgeholt habe und nochmal gespielt habe und dann am nächsten Morgen aufgewacht bin und dachte so, nee, keine Lust mehr. Aber dann hatte ich nie wieder Lust. Und das ist obwohl im Nachhinein aber total traurig, ne? Total traurig, weil ich habe ja mit diesen Sachen und diesen Dingen so lange gespielt und es waren so Wegbegleiter und plötzlich sind die nicht mehr präsent. Ich überlege mir immer so, wie die sich gefühlt haben. Die Lego-Steinchen. Ja. Oh. Plötzlich spielt keiner mehr mit denen und die sitzen so in ihrem Kakao. In ihrer so. Ecke. Oh, jetzt habe ich. Ja. Wann kommt er denn jetzt? Wann kommt er denn heute? Wann steigt er uns wieder zusammen? Er hat jeden Tag mit uns gespielt. Er hat uns doch immer zu kleinen Sachen zusammengebaut. Ja. Ach. Das ist jetzt richtig traurig. Wenn das ist wirklich traurig. Gut, dass wir am Telefon sind. Das ist jetzt so ein Moment, wo wir beide rückfällig werden würden und einen rauchen bestimmt. Ja. Ja, das ist wirklich, ich finde, das ist auch so eine, um auf Unschuld zurückzukommen, da geht so ein bisschen die Unschuld verloren, wenn man aufhört zu spielen. Wenn man aufhört. Na, wir haben ja weitergemacht. So, ja, so wir haben einen anderen Weg so gefunden, zu spielen. Genau, das glaube ich, das ist bei der Schauspielerei immer so. Aber bei vielen Leuten ist halt so, sagen so, nee, spielen ist ab jetzt albern. Jetzt muss ich rauchen und Bier trinken. Ja, ich wollte gerade sagen, ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass ich auch da eine starke Phase hatte. Sagte sie und trank ihren letzten Schluck Corona. Ja. Du, das geht runter wie Wasser, ne? Mhm. Das stimmt. Man muss wirklich sagen, heute in der kommerziellen Folge von Schaumgeboren, der Bier-Podcast eures Vertrauens, ging es nicht so viel um Bier, weil das Bier wahrscheinlich eh schon jeder von euch mal getrunken hat. Das heißt, wir müssen auch gar nicht so viel beschreiben. Aber es ist irgendwie auch aber schön, ich fand trotzdem so vertraut. So ein bisschen, ne? So ein bisschen wie nach Hause wir hatten kommen. Jetzt, bei Mutti essen. Und wir hatten noch nichts Mexikanisches und nichts Holländisches. Und wir sind ja... Holland! Wir rühmen uns ja, dass wir so international sind, von daher... Boah, ich habe Biere bestellt, Alter. Wenn du wieder da bist... So geil. Ich habe ein japanisches Bier bestellt. Okay, ich freue mich drauf. Ich habe ein japanisches Bier bestellt. Das ist richtig geil. Da ist so Reiszeugs mit drin. Das weißt du doch noch gar nicht. Wieso? Du kannst dir nicht vertrauen auf das, was du liest oder kennst. Ach so, ja, ich weiß nicht, ob es geil schmeckt, aber es ist halt geil abgefahren. Und ich habe eins bestellt mit ganz wenig Alkohol, so Sommerbiere, die kann man auch in so Weinflaschen kaufen, also in großen Flaschen. Und, das wäre mal ganz gut, weil ich habe das Gefühl, immer wenn ich zum Ende dieses Podcasts hin, sind wir immer, erzähle ich dir immer so, rede ich mir so viel Mist irgendwie. Nein, ich finde es schön. Immer einmal ein Bier trinken, was nicht so viel Alkohol hat. Ja, ja, die gibt es in so Weinflaschen. Wir können auch mal nicht alkoholisches Bier trinken. Und die schmecken, habe ich auch, ich habe zwei alkoholfrei bestellt. Und diese Sommerbierchens, die haben Obst mit drin. Das, was ich bestellt habe, schmeckt, glaube ich, nach Himbeeren. Mm. Ist ja eigentlich fast eine meiner Lieblingsbeeren. Himbeere? Ja, also ich würde sagen, marmeladentechnisch würde ich sagen, ist Himbeere weit top. Vorne. Also ganz oben. Mhm. Ganz oben. Aber ich glaube, dass wenn ich jetzt Beere nur so essen würde, wäre ich eher bei, du darfst raten? Du wärst bei Erdbeere. Nein, Brombeere, ganz falsch. Heidelbeere. Ganz falsch, die ist ganz unten. Johannisbeere. Brombeere wäre alles oben, aber ich muss sagen, es ist Blaubeere geteilt mit Stachelbeere. Blaubeere finde ich super. Stachelbeere finde ich, das ist das Schlimmste auf der Welt. Köstlich. Ich finde Himbeeren richtig super, weil die so, die müssen aber ganz frisch sein, dass die so ganz so leicht ja, pelzig. Ja, die kriegst du, ist die müssen kriegst so pelzig und prall auf der Zunge sein. Und dann, wenn man die Zunge so gegen den Gaumen drückt, müssen die so zerschmelzen und dann gibt es so eine Himbeerexplosion am Gaumen. Sehr gut formuliert. Ist nur schade, wenn du darfst ja nicht in der wilden Natur essen, weil sonst kriegst du Fuchsbandwurm. Das stimmt, aber das darfst du mit einer Brombeere auch nicht machen, ne? Ach echt? Ich dachte, die... Ach so. Nee. Und die kleinen Erdbeeren... Da muss ich jetzt zum Arzt.
Mein Opa hat früher immer mit mir wilde Erdbeeren gepflückt. Das ist das Allergeilste auf der ganzen Welt. Ja, ja, ich weiß, die gibt es in Schweden. Die gibt es sehr viel in Schweden. In Deutschland kriegst du die doch nie. Nee, wir haben die selber gepflückt. Wir sind ins Gebüsch gegangen und haben die da gepflückt. Es war so geil. Aber wo hast du die gefunden? In Deutschland findet man die fast nie. Bei meinem Opa im Garten. Ah, dann hat er die angepflanzt. Das war eh das Allergeilste auf der Welt. Meine Oma und mein Opa hatten einen Garten hinten raus und da war so eine ganz dichte Hecke und da konnte man durch die Hecke auf das Grundstück daneben gehen und auf dem Grundstück daneben, also das Grundstück daneben war mal ursprünglich ein öffentlicher Spielplatz. Der war aber komplett zugewachsen und von außen nicht mehr zu sehen. Das heißt, ich hatte wie so einen zugewachsenen Märchenspielplatz, der war komplett verrostet und so, aber da stand halt noch alles und überall wuchsen diese kleinen wilden Erdbeeren und Brombeeren und die haben wir dann immer gepflückt und gegessen. Geil. Und das war wie, für mich war das wie so ein Märchenland. Oh, es war so großartig. Geil. Ach, mein Opa, ich habe ihn so geliebt. Übrigens, mein Opa, um den Kreis zu schließen, hat mir auch eine Uhr geschenkt, obwohl ich kein männlicher Nachfahre bin. Und zwar eine 50 Jahre Ruhrkohle AG Uhr, die er zum 50-jährigen Firmenjubiläum bekommen hat. Und die ist aus Gold. Und die hat er mir weitervererbt. Und die ist mir viel mehr wert als jede 600.000 Euro Uhr, wenn ich das an dieser Stelle... Ja, natürlich. Aber das ist ja trotzdem eine Familientradition. Das ist ja, das ist genau das, was die hier verkaufen wollen. Ja, aber das muss nicht 600, dafür muss man nicht viel arbeiten. Da kann man auch zum Beispiel mit seinem Kind wilde Himbeeren pflücken gehen und wilde Erdbeeren und ganz viel Zeit mit dem Kind verbringen und ihm dann lieber eine billigere Uhr, die man vielleicht sogar von seinem Arbeitgeber geschenkt gekriegt hat, einfach weitervererben. Ja, aber eine Swatch geht in den nächsten zwei Jahren kaputt. Ach, come on. Da ist die Qualität nicht so top. Aber trägst du die Uhr noch? Nee, die habe ich in der Schublade. Also ich trage die ganz selten, aber ich trage die jetzt nicht jeden Tag, sondern die habe ich in der Schublade. Hast du dann ein neues Armband dran machen lassen und so? Ja, ich habe ein neues Armband dran machen lassen, aber die sieht jetzt nicht nagelneu aus und die ist jetzt nicht wie so eine super teure Uhr, die noch in 50 Jahren geil aussieht, sondern die ist dann schon so ein bisschen angelaufen und so. Aber ich finde es halt total geil. Cool. Und es ist halt wirklich... Das ist echt cool. Weißt du, wenn jemand nicht ultra viel Kohle für eine Uhr ausgeben kann, sondern halt einfach 50 fucking Jahre irgendwo geackert hat und mein Opa war bei der Grubenwehr und hat so verunglückte Bergmänner aus dem Stollen gerettet und so, also so richtig Hero-Arbeit geleistet und das 50 Jahre lang... Und dann kriegt er so eine Uhr und vererbt dir die. Das ist irgendwie, das ist doch krass. Also und weißt du was, bitte? Weißt du was? Als er die Uhr bekommen hat, dann wusste er, das ist jetzt das letzte Mal. Das stimmt, weil nochmal 50 Jahre da arbeiten wollte er bestimmt nicht. Und dann hat er sich ein gutes Heineken aufgemacht. Hat sich gedacht. Ja. Nee, weißt du, was er dann gemacht hat? Besser als Corona. Der ist nämlich in Frührente gegangen, weil er dann die Zechen alle zugemacht haben und hat eine richtig geile Abfindung gekriegt. Und dann hat er Geschichte studiert, wie du. Er hat dann Rundreisen für Senioren veranstaltet. Und jetzt kommt der Hammer. Und dann ist er mit einer Seniorengruppe nach Mexiko geflogen. Und hat dort bestimmt ein Corona getrunken. Und wieder was gelernt. Erstens. Was wir nicht wussten, Heineken ist zwar immer schon ein stabiles Bier gewesen, aber die hatten in den letzten Jahren auch schon mal Ärger. Zuletzt mit einem Werbespot, dem Rassismus vorgeworfen wurde und der dann auch ziemlich schnell wieder abgesetzt wurde. Zweitens. Die Zitrone im Corona dient eigentlich gar nicht dazu, den eher dünnen Geschmack des Bieres zu verbessern, sondern in südlichen, warmen Ländern den Flaschenhals zu desinfizieren. Wir machen das hier einfach aus Spaß und wahrscheinlich, weil es ein guter Werbegag für Corona ist. Und drittens? Für Werbeanfragen und oder Rants wendet euch jederzeit an schaumers@schaumgeborenpodcast.de mit dem Betreff Verlorene Unschuld. Ja, wir sagen bis nächste Woche. Wir freuen uns sehr auf euch. Geht in die Natur, pflückt Himbeeren.
trinkt Bier und überlegt euch bei allem, was ihr tut, es könnte das letzte Mal sein. Adios.